Voldemort oder Grindelwald? Welcher ist eigentlich der stärkere und gefährlichere von beiden? Das und mehr heute im Video. Natürlich haben wir es bei beiden, Voldemort und Grindelwald, mit Persönlichkeitstypen zu tun, die sehr unterschiedlich sind. Außerdem sind sie beide sehr beeindruckend und haben sehr beeindruckende Geschichten hinter sich. Um jetzt eine klare Analyse daraus ziehen zu können, müssen wir uns die Geschichten allerdings einzeln betrachten. Anfangen werden wir mit Grindelwald. Natürlich kann ich in diesem Video nicht die ganze Geschichte von jedem erzählen bzw. so ins Detail reingehen. Dafür wird nochmal ein separates Video entstehen, das die Geschichte von den einzelnen Persönlichkeiten und Charakteren näher erläutert. Jetzt aber erstmal zu der Geschichte von Grindelwald. Grindelwald wurde 1883 geboren, ist ganz früh schon auf die Durmstrang-Schule für Hexerei und Zauberei gegangen, die wir auch im vierten Teil von Harry Potter kennenlernen, und hat sich schon sehr früh für die dunklen Mächte und schwarze Magie interessiert. Dort, mit 16 Jahren, hat er ein Experiment gestartet, welches einen seiner Mitschüler fast sein Leben kostete. Er war schon immer eine charmante, intelligente, gewinnende Persönlichkeit, die andere von sich überzeugen konnte. Er hatte sehr früh Interesse an magischen Artefakten und hat dort über die Heiligtümer des Todes erfahren. Nach dem schrecklichen Vorfall mit seinem Mitschüler, dem er fast das Leben gekostet hatte, wurde er schließlich auch von der Schule verwiesen und musste sich damit abfinden. Allerdings hat er nie das Interesse für die Heiligtümer des Todes verloren und so forschte er weiter. Als Grindelwald nun der Schule verwiesen wurde, machte er eine Pause. Und diese machte er nirgendwo anders als in Godric's Hollow. In Godric's Hollow traf er dann einige Personen, die er besser nicht getroffen hätte. Und zwar Albus Dumbledore und Bathilda Bagshot. Bathilda Bagshot, seine Großtante, stellte ihn einer Freundin vor, dessen Enkel niemand anderes als Albus Dumbledore war. Und Albus Dumbledore wurde zu seinem Kumpanen in Gut und Böse. Er wurde wirklich einer seiner besten Freunde. Außerdem gab es natürlich auch noch romantische Beziehungen, die späteren Klärungsbedarf haben, eventuell in einem anderen Video. Natürlich weiß jeder, der die Geschichte von Grindelwald und Dumbledore kennt, dass ihre Wege sich auch entzweit haben mit der Zeit und dass sie andere Meinungen vertreten haben, sodass Grindelwald in eine andere Richtung gegangen ist. Er jagte eher weiter den Heiligtümern des Todes nach und wollte den Elderstab finden. Er hörte, dass ein Zauberstabmacher namens Myko Grigorovic den Zauberstab hatte in seinem Besitz. Er klaute den Elderstab von ihm, er tötete ihn jedoch nicht. Dies zeigt einerseits seine Gutherzigkeit bzw. sein Nichtverlangen nach Tötung. Nicht so wie Voldemort, denn Voldemort ist eher auf der Seite, ich töte ihn und nehme mir einfach, was mir gehört bzw. was ich haben möchte. Grindelwald geht da anders vor. Er geht da meiner Meinung nach auch intelligenter vor, denn er hat andere Informationen als Voldemort. Voldemort weiß zum Beispiel nicht, dass man, wenn man einen Zauberer nur entwaffnet und ihm seinen Zauberstab abnimmt, dass dieser dann auch die Gefolgschaft wechselt. Voldemort denkt bis zum Schluss, wie wir auch am Ende sehen, als er Snape tötet, dass er den Zauberer töten muss, der den Zauberstab besitzt, damit dieser die Gefolgschaft wechselt. Wie auch immer, Grindelwald hatte nun also den Elderstab und seine Vorkenntnisse. Er hatte seine Kenntnisse, seine Intelligenz, seinen Charme und seine Macht, die er über die Jahre gesammelt hatte, mit Dumbledore zusammen auf seiner Schule, mit der schwarzen Magie und so weiter. Und jetzt nutzt er sie, um zu einem der gefürchtetsten Magier seiner Zeit zu werden. Wir sehen in den Fantastic Beasts Film, wie Grindelwald seine Macht auslebt, wie er seine Kontrolle über Leute und die Massen auslebt. Wir sehen seine Intelligenz sprühen, seinen Charme und seine Zauberkraft, seine Zauberskills, die er anwendet, um viele Leute in den Tod zu reißen, in die Sklaverei zu reißen und wirklich ein Loch ins Universum zu brennen. Es gibt wirklich wenige Zauberer, die so etwas geschafft haben, ganze Massen hinter sich auflaufen zu lassen, und vor allem viele dunkle Zauberer, die es nicht geschafft haben. Allerdings gehören Grindelwald und Voldemort beide dazu, aber unter unterschiedlichen Auflagen. Denn Voldemort ist eher der Typ, der Angst verbreitet. Und Grindelwald ist eher der Typ, der Loyalität für sich sprechen lässt. Jetzt muss man entscheiden, was einem wichtiger ist, beziehungsweise was bessere Gefolgschaft bedeutet. Denn Gefährlichkeit kommt nicht nur von, dass einer besser zaubern kann, sondern auch, dass er die besseren Leute, beziehungsweise die Leute,
besser kontrollieren kann. Und wenn du wirklich eine Masse von Leuten kontrollieren kannst mit Angst und eine mit Loyalität, dann musst du natürlich entscheiden, was gefährlicher für die Masse ist. Und Grindelwald war definitiv pro Loyalität und kontra Angst. Denn er war kein Mensch, der leichtfertig Leute umgebracht hat. Nur wenn es dem höheren Zweck dienen sollte. Nun kommen wir zu Voldemort. Und Voldemorts vollständiger Name ist Tom Marvolo Riddle. Er wurde geboren 1926, seine Mutter ist eine Hexe, sein Vater ist ein Muggel und sein Vater hat seine Mutter vor der Geburt verlassen. Seine Mutter hat seinen Vater auch nur rumbekommen durch einen Liebestrank. Die Mutter ist bei der Geburt gestorben, sodass kein Elternteil mehr übrig blieb, um ihn aufzuziehen. Daher musste er in einem Waisenhaus leben. Dieses Waisenhaus hat ihn nur zu sehr geprägt. Dumbledore hat ihn wie bekannt dann bereits nach Hogwarts geholt, da er die magischen Künste und magischen Skills von Tom früh erkannt hat. Nun, Tom hatte wie Grindelwald auch schon früh Interesse an dunkler Magie und seine Machenschaften in Hogwarts sind natürlich nicht aufgefallen, denn er war sehr verschlossen, ein introvertierter junger Mann, der intelligent war und genug Verstand hatte, um seine Machenschaften zu verbergen. Der einzige, der Misstrauen geäußert hat, war Dumbledore. Kein anderer Lehrer, keine andere Person hatte Misstrauen gegenüber Tom. Seine dunklen Aktivitäten kamen nie wirklich zum Vorschein, als er in Hogwarts war, und es wurde auch nie wirklich nachgefragt, außer von Dumbledore das ein oder andere Mal. Als Tom mit der Schule fertig war, begann eine inoffizielle Terrorherrschaft von ihm, die wirklich dadurch gesteuert wurde, dass er immer mehr Anhänger an sich gesammelt hat, um seine Ziele zu verfolgen. Er wollte seine Ziele verfolgen, eine Welt aufbauen mit Todessern, Anhängern der Reinhaltung der Zauberrasse. Das heißt, sein Ziel war es, nur Zauberer zu beherbergen und keine Muggelgeborenen. Die Muggelgeborenen sollten komplett verschwinden. Er wollte die absolute Macht und Unsterblichkeit. Ab dort fing er auch an, sich Lord Voldemort zu nennen und niemand sprach seinen Namen mehr aus. Voldemorts Methoden waren brutal und effektiv. Er wollte möglichst schnell an sein Ziel kommen, der absolute Herrscher sein und seine Macht überall ausstrahlen. Er wollte sein Ziel erreichen und wirklich Angst verbreiten. Er war der absolute Herrscher. Und niemand anderes durfte irgendetwas anderes bestimmen, denn er wollte die komplette Kontrolle über sein, ja, in Anführungsstrichen, Königreich haben. Jetzt kann man einen Schluss ziehen und sagen, wer natürlich der Gefährlichere ist und wer der Machtvollere ist. Denn beide Zauberer haben ihre Vor- und Nachteile, was Magie angeht, und beide Zauberer haben ihre Vorteile und Nachteile, was die Führung von einem Volk, einer Masse angeht. Und man kann sagen, dass beide Zauberer die gefährlichsten Zauberer ihrer eigenen Zeit waren. Bei Voldemort wird öfters erwähnt, dass er der gefährlichste Zauberer aller Zeiten war. Und das wollen wir auch gar nicht abstreiten, denn Voldemort war eher der brutale Zeitgenosse und hat, wie gesagt, getötet, gefoltert und hat auch keine Rücksicht darauf genommen, was andere denken. Was bei Grindelwald, denke ich, nicht der Fall war. Denn Grindelwald war aufgeschlossen und war bestimmt bereit, auch zuzuhören, wenn jemand mit einer vernünftigen Meinung gekommen wäre. Voldemort allerdings wollte nur die alleinige Macht haben. Und dies ist ihm ja auch quasi gelungen. Bis zu einem gewissen Extent hin, wo natürlich das Ganze in die falsche Richtung für ihn lief und Harry Potter ihm dann Einhalt geboten hat. Aber nichtsdestotrotz müssen wir bewerten, wer von den beiden der Stärkere ist. Und ich für meinen Teil würde sagen, dass Voldemort der Stärkere von beiden ist, wenn man nur auf die Machtverhältnisse guckt, also die Macht an sich, was Zauber angeht und die Stärke, die einzelne Stärke. Wenn man jetzt aber auf das Gesamtbild guckt und sagt, okay, wir gucken, wer am meisten Einfluss auf die Regierung, auf das Volk gehabt hat, dann würde ich mich eher auf die Seite von Grindelwald stellen, denn Grindelwald verabreicht Loyalität. Und wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, Loyalität bewirkt mehr als Angst. Denn Angst wird irgendwann abschwächeln und Angst, wie man im letzten Teil von Harry Potter auch sieht, wo die Todesser sich langsam zurückgezogen haben, als Neville Longbottom vorgesteppt ist und Harry Potter wieder aufgewacht ist, sind die Todesser geflohen. Bei Grindelwald ist es eine andere Sache, denn Grindelwald
Anhänger sind trotzdem noch loyal. Und das heißt so viel wie, seine sind viel gefährlicher als Voldemorts. Man kann sagen, dass beide sehr hohe Ziele verfolgten und beide eine immense Macht und Einfluss besessen haben. Natürlich auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichen Epochen. Der wahrscheinlich gefährlichste Zauberer aller Zeiten bedeutet nicht unbedingt, dass es auch der mächtigste Zauberer aller Zeiten ist. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wir würden uns sehr über ein Like von dir freuen, über ein Abo natürlich auch. Natürlich auch über einen Kommentar von dir, das interessiert uns ganz besonders. Wenn du Fragen hast oder eine Anmerkung, was wir das nächste Mal besser machen können, schreib es uns gerne in die Kommentare. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.